Heyo, der Mike sie hier. Wir sind hier bei einer weiteren Folge von Live Wizard of Legend. Kit haben wir gerade schon vorhin zusammengestellt. Aber ich werde mal wieder den Verteidigungsmantel nehmen. Sind wir zwar nicht so schnell, aber haben halt ein bisschen mehr Leben. Dann sterbe ich auch nicht so schnell, so wie gerade. Naja. Oh, ein Explosionsraum. Will ich das? Schnell weg. Eine Explosion kassiert, aber naja. So. Doch gepasst. Eine Enhanced Basic Attack, einen anderen Dash. Nee, nichts Schönes dabei, leider. Ein bisschen Leben. Schön. Hat auch wieder gut gepasst. So, einmal im Kreis gelaufen. Da oben müssen wir noch einmal lang. Oh, zwei Eisattacken, die haben wir doch, oder? Ach, der ist noch da. Da war ich schon zu konzentriert. Ja, nice. Oh, ein Schild. Und die Max wir. Ja, wasserbasierende Attacken machen weniger Schaden, das ist cool. Und Projektile können wir jetzt aufhalten. Nicey. So, was ist hier denn on Sale? Die Infinity Marble. Nehmen wir doch mal mit. So, machen wir mal ein paar Devil Deals oder was? Alchemist Stone. Low Note. Nehmen wir mal. Okay. Immediately receive a large sum of gold. All gold gain with interest goes toward paying off this debt. Okay, wir haben mal ein bisschen Gold erhalten, aber müssen dafür auch Gold zurückzahlen. Aber dafür sonst keinen Malus. So, Projektile können uns erstmal nichts anhaben. Jetzt wieder. Nice. Ja, blöd, wenn man nur Projektile machen kann, ne? So. Haben schon alles erkundet. Mal eben noch mal in den Shop gehen. Was macht denn die Trommel noch mal? Ich glaube, ich nehme die Tabi mit, weil die geben uns eine kleine Chance, Attacken auszuweichen. Ist ja nie verkehrt. Wen kriegen wir? Strafe Archer.
So, jetzt kümmert euch da mal darum. Danke. Und den Aquabeam haben wir auch noch dazu bekommen. Ja, nice. Den lege ich aber auf eine andere Taste. Und tu dafür meine Auren auf die Schultertasten. So. Ja, da bin ich der Attacke noch elegant ausgewichen. Ja, hat doch gepasst. Ein bisschen Geld, ein bisschen Heilung. Schön. Na, habe ich ein bisschen zu spät angegriffen. Bossraum, haben aber noch nichts anderes gefunden. Und zauber du mal. Bringt dir aber nichts. Nice. Hier waren wir schon. Na, dann müssen wir einfach nochmal nach unten gehen. Ja, gehen wir mal hier lang. Schieß ruhig. Das bringt dir aber nichts. Nice. Für den einen jetzt noch schön die Ulti. So, was haben wir hier? Arcana VIP, Vampire Eyeglass, die wollte ich mir gerade holen. Was machen die denn? Ah, jedes Mal, wenn ich Critical Hit mache, bekomme ich Leben zurück. Wenn ich jetzt noch dieses Critical Placebo von der Ärztin bekomme, das wäre natürlich übel. Oh, hier ist noch einer. Sorry, dass ich dich vergessen habe. Können wir Sachen verkaufen wieder? Und hier haben wir aufgewertete Wavefront. Naja. Wen kriegen wir? Fleetlancer. Jetzt haben wir's. Wir kriegen ein Leben immer zurück. Das ist natürlich nice, ne? Also wir sind jetzt schon wieder fast voll.
Aufgewertete Wave Dash, Wavefront. Dann ist das Schild ein bisschen größer davon. Und dann machen wir mal einen Boss. Ja, das sollte doch kein Problem darstellen. Hat viele Projektile, die wir blocken können, zum Glück. Hält natürlich nicht ewig unser Projektilblock. Ausweichen? Ja. Ah, da bin ich daneben mit der Attacke gewesen. Der Heal ist schon ganz nice. Mach. Oh nein, die kann man nicht blocken. Und ich denke so, ja, komm, mach. Und krieg dann voll aufs Maul. Ja, okay. Dann weiß ich jetzt Bescheid, dass man die nicht blocken kann. Obwohl es Projektile sind. Komisch. Aber die kann man blocken. Ja, hat doch gepasst. Was haben wir hier? Den Blast. Ich glaube, den tausche ich mal gegen den. Ja. Schade, man kann nicht mehr zurück, weil da lagen ja noch die Heilungsorbs. Naja, müssen wir das so machen. Ich hasse diese Dreiecke. Himmel. Na, ja, hat er mich noch erwischt, ey. Schade. Bisschen viel Schaden kassiert. Oh, Enhanced Basic Attack. Nice. Na, falsche Richtung. Nichts. Mein Gott. Jetzt aber. Kann man Deal eingehen? Vampire Fangs? Kriegen wir mehr Heilung, aber weniger Leben? Nee, davon nehme ich nichts. So, die Basic Attack war hier doch, glaube ich, aufgewertet. Ja.
sind wir hier? Ah, die Raspberry Cock. Die Raspberry Cock. Ah, bitte habt das überhört. Die Raspberry Cookie Box wollte ich eigentlich sagen. Naja. Ein ganz schön langer Weg, du. Gut, gut. Oh, ein Heilungsorb. So, fehlt uns noch irgendwas? Ja, da fehlt noch ein bisschen. Da gehe ich auch noch mal lang. Vielleicht kritte ich ja ein bisschen, damit ich noch ein bisschen Heilung da rausholen kann. Ah, sogar eine Schatzkiste. Oder vielleicht gehe ich auch mit weniger Leben wieder raus. Okay, dann war es das jetzt wirklich. Aber ich möchte doch die Cookie Box haben. Grand Summoner. Nice. Es reicht nicht vom Geld, oder? Nee, es fehlt eine Münze. Soll ich jetzt hier alles abklappern und in der Hoffnung, dass noch eine Münze kommt, oder? Na, kann doch nicht sein. Ja, es hat doch geklappt. Cool. So. Kriegen wir ein paar Heilungsorb mehr. Praktisch. Ja, der lädt ein bisschen langsam. Was ist da los mit ihm? Ich laufe ihn tot. Das fand ich jetzt ein bisschen lustig. Nice. Heilungsorbs. Mega. War hier ein Shop? Nee, die standen da einfach nur rum. Hier haben wir den Änderungsschneider. Hi. Das waren sie alle? Ja. Na, hat er das abgewehrt? Was eine fiese Möb. Hey Leute. Tschüss. Tschüss. War das jetzt unfair denen gegenüber, oder? Diebe, die mich gerade so übel auseinandergenommen haben. Und sie werden es wieder tun. Die Pferdemaske, yeah.
Bossraum? Okay. Hier wird dann wahrscheinlich nichts sein und unten wird es dann übel weitergehen. Dann gehen wir doch mal übel weiter. Nach unten. Okay, hier geht's einmal rum. Gut. Na, oh, bin ich runtergesprungen. Er hatte keine Chance. Oh, aufgewertet. Nehmen wir die jetzt mit, ja. Anstatt die Pferdemaske. Den kriegen wir. Counter Rook. Nein! Die Boys machen das schon. Nice. Was haben wir hier? Ah, die mehr Wasserschaden. Cool. Ab geht's. Sind wir schon beim Boss? Ja. Ich war jetzt gar nicht mehr sicher, wo wir waren. Okay, mit vollem Leben. Das ist sehr nice. Na gut, dann machen wir mal den Atlas. Oh no. Direkt einen abgekriegt, ey. Gift. Einer kommt noch. Und noch einen drauf. Okay, das war doch nice. Schön viel Schaden gemacht. Oh nein, jetzt kommen wieder die. Ja, es reicht nicht. Ja, doch. Hat's gereicht. Puh. Das war knackig. Oh, Ignition Drive. Mal eben schauen, was da besser passt. Ich glaube, ich nehme die mit lieber, anstatt die, wie heißt die Bubbles? Ne, die Bubbles waren eigentlich nicer. Dann haben wir da halt nur so ein Feuerding, aber wir sind ja jetzt eh gegen Seal, dann macht Wasser wahrscheinlich mehr Sinn. Ja, kriege ich direkt eine verpasst, ey. Wirft da so einen blöden Speer, was auch immer. So, was haben wir hier on Sale? Oh, mehr Verteidigung gegen Feuer. Ist natürlich nice. Und die Pferdemaske nochmal. Oh. Maxphere, was macht die denn, wenn die alle Projektile schocken Gegner, wenn das aufgewertet ist? Erstmal schauen, was noch so kommt. Hab ich was vergessen in der Richtung? Nein. Oh, ist das nice, wenn man die Projektile abwehren kann.
Okay, hat gepasst. War knapp. Ich verliere eindeutig zu viel Leben. Ah, eine Pinata. Hello. Ja, das wird zu langsam sein, oder? Nee, hat noch gepasst. Gut. Aber wir haben einen Sprung. Den brauche ich absolut nicht. Ich dachte, der erwischt mich noch. Er hätte so eine Attacke aufgeladen. Oh, hier kommen wieder viel zu viele. Oh, ich dachte, ich würde hier übel kassieren. Aber zum Glück habe ich das nicht. So, hier oben noch mal kurz lang, obwohl ich nicht glaube, dass hier noch was großartig ist. Nee. Dann nur noch nach unten. Und hier ist schon der Boss. Eben noch mal schauen, was es zu kaufen gab. Die Pferdemaske. Und mehr Feuerresistenz. Grand Summoner. Ich kann natürlich nichts machen, wenn ich all seine Projektile abwehren kann. Na komm, da fehlt nur noch ein ganz kleines bisschen. Zack. Dem haben wir es gezeigt. Nächstes bitte. Kommt dem Ziel wieder ganz schön nahe. Aber Ziel wird nochmal schwierig. Direkt den Boss machen, solange wir noch Energie haben? Ich glaube, ich mache das. Crash Knight. Ja, ich muss vorsichtig sein. Ja, war ich ein bisschen zu spät mit dem Ausweichen. Ja, nice. Ich habe einfach mal auf gut Glück gemacht. So, hier. Flak-Gauntlet. Ich lese mir das jedes Mal durch. Okay, mit normalen Basic-Attacken können wir Projektile zerstören. Soll ich direkt zum Boss gehen oder nochmal eben gucken, was es hier so zu kaufen gibt? Ich glaube, ich erkunde das mal. Nicht, dass ich nachher durch einen blöden Zufall sterbe. Was ich für sehr wahrscheinlich halte. Oh, zum Glück.
So, hier können wir einen Trade machen. Aber was verlieren wir dann? Ich tue mal das, was ich nicht haben will, einfach hier rein. Und dann ist die Chance ja relativ groß. Und ich habe die Max Spear verloren. Ah, Healing ist erhöht. Naja, schade. Haben wir unsere Aura verloren. Was haben wir hier? Amulet of Sundering ist ein Pflichtkauf. Und dann sind wir eigentlich schon voll ausgerüstet. Dann gehe ich schon weiter. So. Jetzt nur noch die Dame. Und dann haben wir's. Oh, shit. Das war keine gute Kombi. Oh, shit. Macht sie Meteoriten? Ja. Eine gute Hit-Kombo. Oh, ich habe nicht mitgezählt. Hat aber gepasst. Zum Glück. Puh. Was haben wir hier? Thundering Chain. Ja, werde ich eher benutzen. Aber ich lege mir das noch eben um. Hier und hier. Dann habe ich hier nämlich die beiden Sachen drauf. Ja. Oh, dann kommen wir wieder zum Sura. Sura Mura. Weiter geht's. Hey ho, der Mikey hier. Das Knacken. Oh, hat nicht gepasst. Oh, shit. Alles klar. Weiter geht's. Wir sind schnell. Das ist sehr gut. Jetzt kommt noch eine Chaos. Und dann können wir ihn auch schon mit diversen Attacken belangen. Hier sind noch zwei Heilungsorbs. Dann mach mal deine Schattentechnik. Oh shit. Ja, mach doch. Oh nein. Ah, da war ich zu spät dran. Na, ich stehe dem ein bisschen sehr nah. Ah, schade. Oh, shit. Ja, hat doch gepasst. Nice. Wir sind wieder durch. Kriegen wir wieder ein neues, schönes Chaos Arcana. Ich bin gespannt. Ja, ich kenne das doch schon. Ciao. Ciao, Leute. Crew wieder am Start, wenn die ganze Squad wieder on point ist. Laber nicht, gib mir jetzt da Dingen und Goodies. So, was kriegen wir?
absolutes Finale. Ich bin gespannt. Hört sich natürlich nice an. Absolutes Finale. Oh. Ob das cool wird? Ja, ich weiß, ihr wisst nicht, wie ich hier hingekommen bin und so. 33 Minuten haben wir diesmal gebraucht. Oh nein, die Bilder sind noch nicht vollständig. Ja. Tju. Und schon geht's nach Hause. Schnell gucken. Erstmal in normal, absolutes Finale, ein Orb mit Chaos, okay. Oh, den ersten Gegner, der davon getroffen wird, wird sofort gekillt. Andere werden so geschockt. Und wie ist das als Ende? Ich bin gespannt. Oh, dann geht's einfach in. Also, für einen Skill, der sich absolutes Finale schert, hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Aber so ist er natürlich auch cool. Aber ob ich den mitnehmen werde, ich glaube nicht. Vielleicht als Standard. Ansonsten lasse ich das so. Ja, cool, haben wir wieder ein Chaos Arcana mehr. Und können hier übel Bällchen werfen. Ja, das war. Ach nee, wir müssen noch einkaufen. Mein Gott. Hätte ich fast vergessen. Wir kaufen natürlich ein paar Outfits. Damit wir noch mehr im Regal rumgammeln haben. Sind nur noch die beiden. Pride und Grit. Habe ich jetzt alle? Ja, ich habe alle. Grit, Armor und Defense höher. Shift. Ah, hier ist Pride. Decreases Max Health. Und was soll dir das dann bringen? Mal gucken. Oh. Ein HP. Ja, das ist ja für Mega-Cracks. Wer will das denn machen? Es gibt bestimmt schon jemanden, der das geschafft hat, klar. Aber das ist natürlich eine krasse Challenge, ey. Das ist schon heftig. Heftig, heftig. Ein HP. So. Oh, jetzt. Ah, sind das nicht die Starter-Dinger? Jo. Cool. Ja, die Starter-Dinger haben, wenn du alle Outfits hast, neue Eigenschaften. Cool. Hope. Maximale Health, Run Speed, Damage und Critical Chance. Und hier haben wir maximal Health, Run Speed, Armor und Evade. Nehmen wir die doch. Run Speed, Damage und Critical Chance. Ja, cool. Ist das direkt aufgewertet? Ja, nice. Das ist natürlich schön. Dann lohnt sich ja alles zu kaufen. Ein bisschen Geld haben wir noch. Das gebe ich dann einfach in der nächsten Folge aus. Sag erstmal, das war's von meiner Seite aus. Bis dahin, euer Mike. Sie! Oh, ich komme nicht an. Knopf, Hilfe!